Ja, hallo liebe Shisha-Freunde, ich bin's euer Björn von Smoking Aces, heute mit einem Tabak-Review. Und zwar geht es um den Alwaha Mint. Um aufs Cover einzugehen, ja, grüner Hintergrund, die Minzblätter, der Schriftzug Mint. Ist ganz schlicht gehalten, denke ich mal, dürfte sich alles soweit erklären. Das ist die 200 Gramm Dose. Die kostet 13,50 Euro in diversen Shops erhältlich. Jetzt gehen wir mal über zum Schnitt und Geruch. Ja, der Schnitt ist Alwaha typisch, ein etwas gröberer Schnitt, aber geht auf jeden Fall noch zum Kopfbau klar. Von der Farbe sieht man jetzt auch, der Tabak ist grün eingefärbt. Sieht etwas aus wie Spinat, aber ja, Minzegrün, was will man erwarten? Vom Geruch her ist er wirklich sehr angenehm. Hat halt diesen typischen Minzgeruch. Ja, da ändert sich ja nicht viel. Also an Minze, die riechen all ziemlich ähnlich. Aber der ist wirklich sehr angenehm, der Geruch. Zu meinem Setup, ich rauche mit einer SKS 610 Scarface Blue, einem Namahaus-Schlauch, Naturtonkopf, syrische Alufolie, Rundlochung und zwei Coco Bricos. Ja, Rauchverhalten ist wieder wie immer Alwaha typisch, soweit okay. Geschmack her. Pure Minze ist ja nicht jedermanns Sache. Ich habe das eine Zeit lang wirklich fast nur geraucht, also mir macht es auch nicht wirklich was aus. Ich muss sagen, von der Minze her schmeckt er wirklich noch angenehm, er ist nicht zu stark. Aber ja, fürs pure Rauchen nutze ich den eigentlich auch gar nicht so, sondern den nutzen wir meistens, wenn wir uns irgendwelche kreativen Mischungen überlegen, ja, alles mögliche an Alwaha mal zusammenmischen. Als Beispiel jetzt mal ist eine gute Mischung Traube, Zitrone, Minze. Wenn ihr auch die Shisha-Bars besucht, ja, die machen auch immer ganz ausgefallene Mischungen. Ich persönlich finde es auch gut, wenn Minze im Kopf drin ist. Ja, irgendwie brauche ich das so in letzter Zeit. Ja, das gibt nochmal, gerade jetzt, wo es auf den Sommer zugeht, dieses Erfrischende auf jeden Fall ab. An dem Tabak gibt es nichts auszusetzen, der wird euch soweit feucht geliefert in den 200 Gramm Dosen. Und ja, Kaufempfehlung gibt es auf jeden Fall, ob ihr ihn jetzt pur raucht oder eine Mischung macht, müsst ihr dann entscheiden. Für Mischungen ist er wirklich genial, pur kann man ihn auch mal rauchen. Und vom Bewertungssystem her bekommt er 10 von 10 Punkten, was soll ich da jetzt aussetzen? Ist auf jeden Fall eine super Sache, Preis-Leistungs-Verhältnis ist top, also kauft den mal. Ich werde jetzt noch meinen Kopf gemütlich fertig rauchen, bedanke mich natürlich recht herzlich fürs Zuschauen und man sieht sich. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut!